Der CSU-Abgeordnete Nüßlein zieht sich wegen Ermittlungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Corona-Schutzmasken aus der Politik zurück. Sein Amt als Unionsfraktionsvize lässt er bereits seit vergangener Woche ruhen. Gegen den Politiker besteht ein Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Es geht um Provisionen für die Vermittlung von Maskengeschäften. Von solchen Zahlungen soll nach Medienberichten mindestens ein weiterer Unionsabgeordneter profitiert haben. Er wolle mit seinem Rückzug Schaden von seiner Familie und der Partei abwenden. Das lässt der CSU-Politiker heute seine Anwälte verkünden. In der Sache bestreitet Nüßlein die Vorwürfe Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung. Er habe zwar über seine Beraterfirma für die Vermittlung von Maskenlieferungen eine Vergütung erhalten, die sei aber umsatzsteuerfrei gewesen. Außerdem, so seine Anwälte, Dr. Nüßlein war nicht an Entscheidungen zur Beauftragung von Maskenlieferungen oder an Vertragsverhandlungen beteiligt. Ebenso wenig berührte der Vorgang die parlamentarische Tätigkeit von Dr. Nüßlein. Der angekündigte Rückzug von Georg Nüßlein ist in jedem Fall ein absolut notwendiger und auch folgerichtiger Schritt. Ähnliche Vorgänge soll es nun auch in der CDU geben. Der Bundestagsabgeordnete Nicolas Löbel räumt heute ein, dass er über seine Firma, die Projektmanagement GmbH, im vergangenen Jahr ebenfalls eine Maskenprovision erhalten habe. In einem Schreiben wirbt er mit Verweis auf seine Abgeordnetentätigkeit für den Deal inklusive Provision. Heute räumt er das als Fehler ein. Als Bundestagsabgeordneter hätte ich gerade in der besonderen Pandemiesituation auch in meiner unternehmerischen Tätigkeit sensibler handeln müssen. Diesen Fehler mache ich mir selbst zum Vorwurf. Der Koalitionspartner ist empört. Wer meint, hier noch solche Nebeneinkünfte verdienen zu müssen und auch noch an Maskengeschäfte in dieser Corona-Pandemie mitverdienen zu müssen und das auch noch als marktgerecht zu bezeichnen, das ist für mich ein Verhalten, was ich aufs Schärfste verurteile und für zynisch halte. Der Unionsfraktionschef verurteilt es ebenfalls. In einem Brief von CDU und CSU an die Fraktion heißt es: Wir sagen daher sehr deutlich, das Beziehen von Geldleistungen für die Vermittlung von medizinischer Schutzausrüstung im Rahmen der Pandemiebekämpfung von Abgeordneten stößt auf unser vollkommenes Unverständnis und wird von uns entschieden verurteilt. Die Union versucht so Schaden von der Fraktion und der Partei abzuwenden. Der Bundestag hat heute die Immunität von Unionsfraktionsvize Nüßlein aufgehoben. Hintergrund sind Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken. Die Generalstaatsanwaltschaft München ließ deswegen unter anderem Büros und Wohnungen des CSU-Abgeordneten durchsuchen. Nach Angaben der Behörde besteht der Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Wie übereinstimmend berichtet wird, geht es um Beraterhonorare für die Vermittlung der Maskengeschäfte. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Einstimmig hebt der Bundestag die Immunität des CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein auf. Kurz darauf wird sein Büro durchsucht. Im Raum steht der Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Nüßlein hatte vergangenes Jahr dem Gesundheitsministerium Angebote für Corona-Schutzausrüstung weitergeleitet. An sich nichts Ungewöhnliches, sagt das Ministerium. Gerade in der Anfangsphase der Pandemie haben auch zahlreiche Abgeordnete dem Bundesministerium für Gesundheit konkrete Hinweise auf Angebote zum Kauf von persönlicher Schutzausrüstung gegeben bzw. weitergeleitet. Das Problem? Nüßlein ist Geschäftsführer der Firma Tectum. Diese steht nach ARD-Informationen unter Verdacht, bei der Vermittlung von Schutzmasken 660.000 Euro Honorar kassiert zu haben. Die dafür fällige Umsatzsteuer von 19% soll Tectum aber weder gezahlt noch bei der Vorsteuer angezeigt haben. Georg Nüßlein, Fraktionsvize unter Korruptionsverdacht. Aus der CDU-CSU dazu heute Schweigen. Der Koalitionspartner SPD dagegen zeigt sich überrascht und nicht nur das. Ich muss allerdings sagen, dass es mich natürlich auch sehr ärgert, weil das natürlich wieder einen Generalverdacht gegenüber der Politik erzeugt. Das ist kein Kavaliersdelikt, um das es sich hier handelt. Und darum muss das jetzt umfassend und vor allem auch transparent aufgeklärt werden. Grüne und FDP äußerten sich zurückhaltender. Deutlicher und konkreter dagegen AfD und Linke. Wir brauchen umgehend ein Verbot von bezahlter Lobbytätigkeit von Abgeordneten. Dazu liegt ein Gesetzentwurf der Linksfraktion vor. Also wenn sich diese Vorwürfe erhärten, dann muss das natürlich massive Konsequenzen haben. Zunächst mal muss Herr Nüßlein natürlich aus dem Gesundheitsausschuss abgezogen werden. Das ist völlig klar. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber dass das Büro eines Bundestagsabgeordneten durchsucht wird, ist ungewöhnlich. Sollte sich der Verdacht gegen Georg Nüßlein bestätigen, wäre seine politische Karriere wohl vorbei.
In der Union wächst die Empörung über Parteikollegen, die mit der Beschaffung von Corona-Masken ein Geschäft gemacht haben. Eine Woche vor den Wahlen in zwei westlichen Landtagen ein politisches Fiasko für die CDU. Die baden-württembergische Spitzenkandidatin Eisenmann legte ihrem Parteifreund Löbel den Rücktritt nahe. Er hatte nach eigener Aussage für die Vermittlung von Masken rund 250.000 an Provisionen kassiert. Mathis Feldhoff. Der neueste Maskendeal erscheint besonders skurril. Nicolas Löbel, CDU-Abgeordneter, warb mit seinen guten China-Kontakten zu einem Kollegen, Abgeordneter des Volkskongresses und zufällig Maskenlieferant. Vor 10 Tagen Georg Nüßlein, CSU. Er kassierte 660.000 Euro, der Staatsanwalt ermittelt. Löbel bekam rund 250.000. Er verteidigt seinen Deal als privat. Nach einem Wutausbruch schreiben Fraktionschef Brinkhaus und Vize Dobrindt, das Beziehen von Geldleistungen für die Vermittlung von medizinischer Schutzausrüstung stößt auf unser vollkommenes Unverständnis. Bei der CDU, mitten im Wahlkampf, ist man stinksauer. Wenn das Mandat dafür eingesetzt wurde, diesen Verkauf, diese Vermittlung zu bewerkstelligen, dann ist auch der Rücktritt umgehend erforderlich. Das möchte ich in aller Offenheit sagen. Das passt nicht in unsere Partei. Das ist unanständig. Ich will es nicht noch härter formulieren. Ich bin da wirklich erzürnt. Und auch der Koalitionspartner urteilt scharf. Gerade in einer Zeit, in der es so auf Vertrauen ankommt, ist es Gift, wenn der Eindruck entsteht, hier herrschen Vetternwirtschaft und Raffgier. Das Problem in diesen beiden Fällen ist, dass die beiden mit hohen, sehr hohen Beträgen davon persönlich profitiert haben. Und das erweckt den Anschein, dass Politiker insgesamt käuflich sind. Die Masken. Erst waren sie umstritten, dann waren sie knapp. Inzwischen werden einzelne Deals zu echten Politkrimis. Ja, da rumort es ja ganz gewaltig in der Unionsfraktion, Shakuntala Banerjee. Ja, das tut es. Wir haben uns heute hier mal umgehört und der Unmut ist schon erheblich über beide Fälle, weil man ganz klar davon ausgeht, dass von beiden Fällen das schlechte Image sozusagen abfärbt auf CDU und CSU. Im ersten Fall geht es zwar bisher nur um einen Verdacht im Fall Georg Nüßlein und im zweiten Fall nicht um ein strafrechtlich relevantes Handeln. Allerdings spielt das hier unterm Strich keine Rolle, weil in dieser Pandemie die Bundestagsabgeordneten schon sehen, dass sie noch mal eine besondere Verantwortung tragen und dass ausgerechnet bei der Beschaffung von Pandemiegütern hier einzelne Profit machen, das wird hier sehr negativ bewertet. Und aus der Unionsfraktion heißt es, der Schritt wird begrüßt, dass Georg Nüßlein jetzt sein Amt hier niederlegt. Und man hofft damit wahrscheinlich, den Schaden zu begrenzen, kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen und insgesamt in einer Zeit, in der die Union sehr unter Kritik steht, erst mit dem Gesundheitsminister, jetzt mit Abgeordneten. Vielen Dank, Shakuntala, nach Berlin. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen bei Tagesschau 24. Der im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken unter Korruptionsverdacht stehende CSU-Spitzenpolitiker Georg Nüßlein zieht sich aus der Politik zurück. Er werde nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Außerdem lege er sein Amt als stellvertretender Fraktionschef nieder. Das teilte Nüßleins Anwalt mit, der die Vorwürfe gegen Nüßlein außerdem zurückwies. Weiter zu Christine Schwiezer aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Jetzt dann doch der Rücktritt als Fraktionsvorsitzender. Worum ging es denn in dem Fall Nüßlein genau? Es standen zwei Vorwürfe im Raum. Zum einen der Vorwurf der Bestechlichkeit und zum anderen der Vorwurf einer möglichen Steuerhinterziehung. Georg Nüßlein soll über eine Beraterfirma, deren Geschäftsführer er ist, ein Geschäft vermittelt haben an Maskenhersteller. Und dafür soll die Beraterfirma eine Vergütung, ein Honorar kassiert haben in Höhe etwa von 660.000 Euro. Und deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Anfangsverdachts eine
Anwalt hat das zurückgewiesen, hat das heute auch noch einmal bekräftigt und hat gesagt, zwar eingeräumt, dass es diese Vergütung gab, aber dass das nicht im Sinne seiner Abgeordnetentätigkeit ausgeführt wurde und dass das ein umsatzsteuerfreie Vergütung gewesen sein soll, laut Angaben des Steuerberaters. Also das hat man erst einmal zurückgewiesen. Was für Wellen schlägt denn der Fall in Berlin? Ja, das hat natürlich enorme Wellen geschlagen und es gibt ja auch jetzt die Konsequenz. Georg Nüßlein zieht sich zurück aus der Politik, hat das begründen lassen mit dem Druck, der jetzt auch auf seiner Familie laste und auf ihm persönlich und mit dem Schaden, den er von der Partei abwenden wolle. Und genau das ist das wohl entscheidende Wörtchen, denn auch die Partei ist natürlich nicht begeistert von solchen Schlagzeilen. Und da ist auch Unruhe in der Fraktion und auch in der CDU selbst. Das ist ja nicht der einzige Fall, der bekannt geworden ist. Also Union, pardon. Alles gut. Das ist ja nicht der einzige Fall, der bekannt geworden ist. Es gibt ja inzwischen noch weitere Namen und weitere ähnlich gelagerte Fälle, richtig? Ja, es gibt heute noch weitere Meldungen von einem anderen Bundestagsabgeordneten, der ebenfalls eine Provision erhalten haben soll für die Vermittlung eines Maskengeschäftes, der sich dazu geäußert hat und auch gesagt hat, er habe das nicht im Rahmen seiner Abgeordnetentätigkeit gemacht, aber sehr wohl eingeräumt, dass ihm das sehr wohl jetzt bewusst sei, dass das in diesem Zusammenhang, auch im Zusammenhang der Corona-Pandemie, kein gutes Licht in der Öffentlichkeit darstellt. Was heißt denn das jetzt noch einmal für die CDU genau? Ja, das ist ganz schwierig. Es gibt Unmut in der CDU und in der Union insgesamt. Der Fall Nüßlein ist ja CSU-Bundestagsabgeordneter und dieser weitere Fall jetzt ein CDU-Bundestagsabgeordneter. Also da ist jetzt Unruhe in der Partei. Man hat Sorge, dass das auch Schaden für die Partei gibt. Und es gibt Abgeordnete, mit denen ich telefoniert habe, die auch empört sind. Die sagen, das wirft jetzt auch auf uns ein schlechtes Licht, die wir vielleicht auch versucht haben, im positiven Sinne Dinge zu vermitteln, aber uns nicht daran bereichert haben, sondern versucht haben, in der Situation, in der Pandemie zu helfen und die sehr empört sind und auch hoffen, dass das nicht weitere Wellen schlägt und am Ende auch für die Partei Schaden gibt. Christian Schwietzer, vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen nach Berlin.